Sie sorgt wieder einmal für Aufregung. Der Bund hat angeblich entschieden, in der Baumaxhalle in Leoben-Lerchenfeld sollen wieder Asylwerber untergebracht werden. Als erstes ist die FPÖ Steiermark auf das Thema aufgesprungen. Man will dringliche Anfragen im Landtag und im Parlament stellen. Unser Nationalratsabgeordneter Hannes Amesbauer wird eine parlamentarische Anfrage an den Innenminister Nehammer stellen und wir werden auf Landesebene nächsten Dienstag in der Landtagssitzung eine dringliche Anfrage an den Landeshauptmann Schützenhöfer stellen, ob der überhaupt Bescheid gewusst hat über dieses Projekt. Bis jetzt gab es noch keine offizielle Information seitens des Bundes. Landeshauptmann Schützenhöfer sieht auf alle Fälle nicht allzu viel Handlungsspielraum. Faktum ist, dass ganz offensichtlich die Migration wieder stärker wird und wir die Menschen unterbringen müssen. In der Steiermark sind die Bundesquartiere eigentlich schon voll. Jetzt müssen wir wieder zurückgreifen auf andere. Es wird nicht so arg werden wie 2015, aber es nimmt zu.